Hey ho, meine Lieben. Heute, tja, weiß ich nicht, ob man das unter einfache Männerküche zählen kann oder fortgeschrittene Männerküche. Darum lasse ich den Teil komplett weg und sage ganz einfach, ich mache mir ein Kalbsrückensteak mit Kartoffelpü, Spinat und ein Spiegelei. Der Spinat mit dem Blub, ganz genau. Gehen wir rüber, da habe ich fast alles schon hergerichtet. Den Rest hole ich noch. Und dann sehen wir uns in meiner kleinen, aber feinen Küche. Ja, da haben wir es. Ein einfaches kleines Kalbsrückensteak. Der Rahmspinat mit dem Blub wird bloß die gewünschte Menge in unaufgetaut in einen Topf geben. Zugedeckt bei mittlerer Hitze zum Kochen bringen und für ca. 2 Minuten weiterköcheln. Dabei mehrmals umrühren. Dann habe ich ganz einfaches Kartoffelpü. Auch einfach bloß Topf mit 500 ml Wasser. Bisschen Salz zum Kochen bringen, vom Herd nehmen, 200 ml Milch dazu, Beutelinhalt, mit dem Schneebesen einrühren, kurz quellen lassen, fertig. Und das Steak schmeißen wir einfach so in die Pfanne mit rein. Ja, und ein Ei dann noch dazu und fertig ist die, ja, eigentlich doch einfache Männerküche. Also doch einfache Männerküche. Mach mal einfaches Männerküchenvideo draus. Ja gut, dann rüber am Herd und loslegen. Also absolut kein Hexenwerk heute dabei, aber am Ende soll es doch etwas leckerer sein als ja irgendein Dosenfutter oder so. So. Mein Schneebesen. Wasser ist schon fast am Köcheln. Der ist auch voll aufgedreht. Ja, geht doch recht fix heute. Schmeißen wir das Steak rein. Da hinten ist fertig das Wasser. Da die kalte Milch rein. Dann den Beutel einrühren. Ein Stückchen Butter mit hinzu. Und aufpassen, dass man das Spinat nicht anbrennt. Halten. Helle, helle, helle. Geht halt alles wieder viel zu schnell für mich. Mann, 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 Mann. Ja, so einfach kann Spinat sein. Dann nehmen wir das Ding hier. Und randalieren noch nebenbei ein bisschen. Ja, Muskatnuss habe ich jetzt leider, glaube ich, noch nicht da. Muss ich mir jetzt auch mal noch organisieren. Salz, Pfeffer, Paprika an mein Spiegelei.
hinten kann ich ja ausschalten. Ja, dann kann ich eigentlich schon anfangen, meinen Teller zu füllen. Ein bisschen noch. Und dabei können wir schon auf die andere Seite rübergehen, an meinen Teller. So, das sollte reichen. Fertig. Ruckzuck fertig ist mein Abendessen. Brauchen wir hier bloß noch ein bisschen Salz. Beziehungsweise ein bisschen Grillpfeffer. Hals, Leute, ab in Hals. Schneiden wir hier mal schnell an. Ja, noch schön rosa. Und gib ihm. Tja, das hätte ich jetzt selber nicht gedacht, dass ich mein Abendessen so schnell fertig habe. Lecker. Am Spinat braucht man gar nichts machen. Das ist halt der mit dem Blub. Und das ist jetzt einmal ein richtig leckeres Essen für mich. Tja, Freunde, schnelles Video und ich hoffe, es hat trotzdem gefallen. Draußen schneit es ja gerade wieder mal 1. April und das ist jetzt kein Aprilwitz. Ist wirklich so. Ja, ich lasse es mir jetzt schmecken und morgen Samstag geht es ja dann zu meinem Bruder Anhänger basteln. Bis dahin, Tschaikowski, bis zum nächsten Mal. Däumchen nach oben, wenn es ein bisschen gefallen hat, auf alle Fälle. Und ja, wir sehen uns. Tschüss.